wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geisterjäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstrahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hoden platzt. Es ist so bescheuert. Die folgende Sendung Geisterjäger wird Ihnen präsentiert von der neuen Beutech Judasleuchte. Wow, jetzt neu von Beutech, die Judasleuchte. Ein cleveres kleines Gadget, das ich als Leuchte an meine Tür anbringen kann. Und wenn sich dann ein frommer Christ in mein Zimmer schleicht, werde ich durch ein Leuchtsignal informiert. Aha, Pater Johnson, das sind's auch Sie wieder mit Ihrer lockeren Kutte. Okay. Wow, okay, die Judas-Leuchte, also Hass, okay, die verräterische Leuchte. Das ist ja eine gute Erfindung. Beutech macht da wirklich gutes Zeug in letzter Zeit. Gute Sache in letzter Zeit, ja, gehört ja auch zur Kratz Industries. Also Beutech-Abteilung. Beutech würde ich auf jeden Fall, oh Gott, da ist er schon. Cool. Beutech würde ich uneingeschränkt empfehlen. Er holt mich direkt als erstes. Ja, ja, klar. Und, lebst du noch? Ah, er zieht mich weg. Bin dran. Ich sehe nichts. 25 Grad. Ich bin immer noch. Er hat mich gebückt hochgezogen. Ich war irgendwie gebückt. Warum? Ja klar. Er hat die Hose runtergezogen. Oh, er macht schon wieder fiese Activities. Beutech-Lampe, Junge. Ja, 25 Grad Beutech hat er hier. Plus 10 bis 30. Das ist ein Kind. Deswegen warst du gebückt. Beutech halt, ne? Jetzt schlägst du zurück. Ein Timmy da drin. Du hast mich die ganze Zeit voll verarscht. Aber jetzt mach ich dich fertig, du Sau. 10 bis 30, a child, Alter. Weil was viele nicht wissen. Oh, da habe ich auch direkt einen Dreierämpfel. Ah, es ist ein Kind. Was viele da draußen nämlich gar nicht so genau wissen. Oh, er catcht wieder. Haha, kann er catchen, ich bin draußen. Das Beutech Fake Protection ist, ne? Das ist. Wie ein Kondom, wo jemand ein Loch reingemacht hat. Wow, was war das? Der hat mir hier draußen vom Bus, hat er mir die Sachen aus der Hand geschlagen. Alter, der hasst dich. Das Kind hasst dich. Das war einfach Bescheid. Das ist der Gründer von Beutech. Wahlgesang ist da drin. Wahlgesang? Ja. Weinen? Brett bewegt sich? Slow? Das ist ein altes Kind, hä? Ja. Was sagt der Partikelzähler? Haben wir noch nicht. Oh, dann wissen wir noch nicht, ob es alt ist. Es kann auch ein Durchschnittskind sein, ne? $500 bis $1,000. Ein Seniorkind. Klassisches Kreis Industry Seniorkind. Mit Spritzen so lange als Kind gehalten, damit es eigentlich schon vom Datum her 95 ist. Fünf Lichter einschalten. Oh nein! Fünfmal Licht. Wenn du dich an die Tür stellst, kann ich, glaube ich, von draußen sogar dich retten. Oh, jetzt. Ich bin wieder auf Gas! Ich hab's! Lebst du noch? Nee. Nee. Wow. Ich hab noch draufgeworfen. Die Lampe fliegt dann immer so weit weg, dass ich es nicht mehr aufheben kann, so schnell. Eieiei. Okay, warte, ich fange das Kind. Ja, aber ist es denn gewudepuppt schon? Nee, aber das werden wir noch rausfinden. Hat es gezählt, was du aufs geworfen hast? Nee. Was hast du denn draufgeworfen? Gar nichts, ne? Wir müssen fünf Türen erstmal aufmachen. Fünf Türen oder fünf Lichter? Fünf Türen oder fast fünf Lichter. Ich glaube, es waren noch Lichter sein. Mach auch Lichter an. Mach überall Licht an, du. Ja, das waren die Lichter. So. Spielzeug. Wow, ich bin entkommen. Wie, was war das denn jetzt für ein Move? Ich hab mich aus dem Haus geswangelt. Nee, nee, das zweite. Was war das zweite jetzt? Spielzeug. Goldene Bombe und Kruzifix. Siehst du ein Kind?
Goldene Bombe. Da war es eben ganz kurz. Ja, eine goldene Bombe war es. Jetzt ein Räucherstäbchen. Jetzt ein rauchigen. Ein Rauchi aufs Bauchi. Dann ist das Kind beruhigt. Ja, es kommt aus einer Familie, aus einem sozialen Abseits. Da gibt es einen Rauchi-Bussi von der Oma immer auf dem Fliesentisch. Rauchi-Bussi. Großmutters Bussi schmeckt immer voll nach Qualm. Alter, wie es mich anraucht. Wie es schnorchelt, ne? Wie so ein Pinguin. Dieser Gasmaske, ey. Tscherno-Kit. Tscherno-Kit. Wo ist es? Also, ich ist gerade nach oben gerannt, aber ich wollte. Hä, müssen wir nicht alle Türen aufmachen? Gab es da nicht Geld für? Kann sein. Weiß ich nicht. Vielleicht haben wir es auch schon geschafft. Wo ist das Kit? Nee, das ist Fake Kit. Das ist. Slick and Boo. Siehst du es irgendwo rumrennen? Nee, jetzt gerade nicht. Warum kannst du schon Kit catchen? Ja. Wir könnten oben rein theoretisch ein Kitty Catch machen. Da! Abs! Und ab mit ihm in die Kreis Industry Minen. Jetzt aber schnell in die Mine mit ihm. Es ist Zeit für die Schule, habe ich als Erfolg bekommen. Ja. Ab in die Mine mit dir. Kleine Daniela, du musst in Mine. Aber Kit Catchen ging jetzt schnell. Ja, klar, das ist easy. Da bist ja auch ein Fachmann drin, ne? Ein Fachmann. Ich bin dabei gestorben. Naja. Mein Catchfinger habe ich mir gebrochen. Meine Catcher-Karriere ist jetzt erstmal vorbei. Alter, hier liegt direkt ein Dampfi im Flur. Direkt das Spielzeug liegt hier. Ja, das könnte auch wieder ein Kind sein. Polizeistation-Kind. Und es ist festgenommen. Hä? Achso, hast du es aufgehoben, das Spielzeug? Ja. Legst du hier vorne hin am besten. We are friendly. Ghost, give us a sign. Geist wollen machen Snusnu. Die Lampe steht ein bisschen weit hinten, oder? Findest du? Ja gut, ich hab's nicht so hell alles eingestellt wahrscheinlich wieder. Haben wir hier den Child Calmer. Also bis jetzt alles sehr ruhig und friedlich. Ja, wir haben ja jetzt hier schön Kind weggeschnorchelt. Also, alle Wasserhähne im Haus aufdrehen. Das Gespenst dreimal mit Feuersalz einreiben. Dreimal einen Angriff mit der Christusstatue ausweichen. Die Temperatur des Gespenstes messen. Kannst du also schon mal überall Wasser anmachen, wo du Wasser siehst. Im Keller Wasser? Boah! Der Thermometer ist explodiert und entführt mich im Keller. Boah, Alter, im Keller ist viel Wasser, glaube ich. Ja, da ist viel Wasser. Fünfer Red 3. Fünfer Red. Echt? Dämon. Nee. Nee, Fünfer. Red leuchtet immer ein bisschen so, ne? Hast du unten alles angemacht? Ne, ich war ja blind. Ich habe jetzt erstmal hier einen Partikelmann. Ja, der hat mir das Thermo aus der Hand gesprengt. Fiese Knallzigarette hat er mir verpasst. Was war das? Irgendjemand, der Wasser hasst. Ein Ertrunkener. Hat der einen Fünfer? Ja, ne?
Ich mach mal einen Fünfer rein. Wahrscheinlich ein Ertrunkener, ja. Ein Ertrunkener. Ich muss jetzt erstmal ein neues Thermometer holen, weil das Vieh mir den Thermo aus der Hand gewäsche hat. Was ist denn hier ein Thermo hier? 50 Thermodollar kostet das Ding. Ja. Wir haben aber immer noch nicht alle Wasserhähne, ne? Da fehlt noch einiges. Ja, aber ich weiß nicht, wo hier noch welche sind. Büro, Toiletten. Oh, Knurren. Oh, Telefon. Der knurrt da drin wie so ein alkoholisierter Puma. Schnarcht. Ah, da. Das war's. Ja. Wir bräuchten... Oh, hier ist... Thermometer hat sowas, oder? Ne, aber hier war ganz kurz Ämpfel. Wo rennt der rum? Da ist der Spiegel. Der ist unten im Knast. Hm. Oh. Ja, minus 15. Boah, Alter, sieht die fies aus. Die ist richtig... Ne? Eine Besoffene, ja. Sag ja. Fliesentischbesitzerin, sieht man sofort. An den Haaren, an den aufgerauten Fingernägeln. Entschuldigen Sie, Ma'am. Ja, besitzen Sie rein zufällig einen Fliesentisch? Ja, warum? Oh, das sieht man ihn an. Haben wir schon Partikel? Ja. Oder? War da eben Partikel 500 bis 1000, glaube ich, habe ich gesagt. Nee. 100 bis 500. Okay. Wir haben minus... Reacher-Brett bewegt sich langsam. Jedes Mal, wenn ich das aufheben will. Hinterlässt keine Fußspuren, so eine Betrunkene. Also durchschnittlich vom Alter. Rundfunk haben wir Knurren. Ah! Wasserhähne aufdrehen, Weihwasser. Und danach Alter. Wasserhähne wieder zumachen. Muss ich einmal schön mit Weihwasser ein... Ich muss mir erstmal einen Schutz holen jetzt wieder, einen neuen. Der hat mich nämlich ganz schön geschluckt. Geschluckt? Na, nicht so schlimm wie geschnorchelt werden. Braucht die denn so für Dosen jetzt? Wasserhähne aufdrehen haben wir. Dann mit Weihwasser habe ich sie beworfen. Okay. Und jetzt alle Wasserhähne zumachen. Danach eine goldene Bombe. Okay, dann nehme ich mir mal einen Schutz noch mit. Da ist sie gerade an mir zart vorbeigezogen, habe ich ihr voll das Weihwasser in den Nacken geworfen, du. Hab ich die schön in den Nacken eingerieben. Klar. Oh, schon wieder. Betrunkene mögen diese kleinen Weihwasser-Wodka-Fläschlein aus der Minibar. Da kommt sie. Hey, sie, oh Gott. Hast du sie? Ja. Oh, wie ist Kruzi in deiner Hand... zerknüttelt ist. Müssen wir wieder einen neuen Schutz holen? Das gibt's doch nicht. Klar, aber nach jeder Runde muss man wechseln. Geisterjäger niemals mit. Ohne Schutz. Was war das denn? Ach, das Ding oben ist. Nur noch in der Toilette sind Wasserhähne, ne? Ich hab im Keller alle aus. Ja, dann sind nur noch oben welche. Dann mach mal die Toilet-Dinger weg. Da rennt sie rum. Da war sie. Und bam! Boah, Alter! Jetzt nur noch vernichtendes Licht und fangen. Alter, machen wir heute den legendären Dreier-Catch? Wir haben ein Kind gecatcht, jetzt eine Besoffene. Heute fangen wir die ganzen Sittensträuche ein. Was muss jetzt als nächstes Licht? Vernichtendes Licht, ja, habe ich schon dabei. Jetzt jagen wir die Sau. Hier war jetzt fertig.
Die mache ich jetzt richtig straff. Guck mal hier. Bam, Oma! Kann entkommen! Ja! Alter! Profi. Richtig Profi. Absoluter Profi. Heute richtig schön Mutter, Tochter, Kind. Aber du müsstest jetzt alle im Keller haben eigentlich. Ich habe alle im Keller, klar. Der berst schon vor Geistern. Hab da eine richtige Kollektion da unten. Richtige Kollektor, ey. Mach mal Kollekte. Mach mal Kollekte mit Geistern, aber nicht mit Geld. Nicht mit Jiggle. Muss falten. Muss falten, nicht klimpern. Ich hab hier Hot, ja. Ist irgendwas Vampir-Dämonen-mäßiges. Heiße Tasche hat er mir hier direkt am Start gegeben. Jetzt direkt noch Hot Pocket seine heißen Partikel. $500 bis $1,000. Also, der geht rein, der sagt, zeig mal deine Partikel. Der Geist sagt, hier, such dir was aus. Ja gut, jetzt, sie wissen, okay, selbst der höchste Schwierigkeitsgrad, klar, geht mal einer drauf zwischendurch, aber... Aber es sind einfach zu gut, die wissen, wie das geht. Es steht halt auch auf ihrem Band drauf. Ja, mit so einem Todesstrahl aufs Genital. Ich habe ja hier kein Intro, wurde mir noch nicht geschickt. Ja, jetzt bin ich wieder dran schuld. Ja, habe ich. Ich schneide noch ein Ja, das war ja kurz davor, da warst du wieder weg. Da warst du wieder weg und habe ich vergessen. Wenn es fertig ist. Da warst du irgendwie auf deiner Yacht oder sowas, hast du gemeint. Ja, genau. Kleiner Yachtausflug. Was war das? Keine Ahnung, ich bin da mit dem. Okay, warte mal, dann ist es ein Vampir. War bestimmt der EMF, weil der steht irgendwo da drüber. Elektromagnetisches Feld, ja. Ghost, give us a sign! Das war's nur ein schwaches. Give us a sign. We will catch you. Hä? Ich hab mir ins Ohr geflüstert. Nee, das Brett. Das war das Brettgeräusch. Chaotisch. Wow! Alter, von draußen! Ja, ich komm auch nicht rein. Der macht tut, 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 tut. Ich sehe nichts. Weinen. Was war das? Hier runter? Ist auf jeden Fall ein alter Vampir. Kerze im Haus anzünden. Ich hole mal das Feuerzeug und vernichtendes Licht. Eine heiße Kerze und ein heißes Licht will er haben. Warte, warte, warte. So, chaotisch. Weinen. Weinen. Ne, die Voodoo hat er noch nicht benutzt, ne? Was braucht er noch? Ja, wenn es kein Voodoo ist, dann wäre es halt kein Voodoo. Wäre zur Option. Ja, jetzt ist ja was passiert. Was hast du jetzt mit ihm gemacht gerade? Drei Kerzen, jetzt vernichtendes Licht. Okay. Alle Kerzen... Ne, Christusstatue. Alle Kerzen löschen, Plasma absorbieren und dann nochmal mit Feuersalz pögeln. Okay, Phrasen, Ghost, take a Voodoo Doll, kann man sagen. Ghost, take a Voodoo Doll. Alter. Alle Türen aufmachen. Ghost, take a Voodoo Doll. Foto gemacht vom Brett habe ich gerade. Ghost, take a Voodoo Doll. Ghost, take a Voodoo Doll. Nee, will er nicht. Sag kein Voodoo für Hoodoo. Oh. Gute alte Hulu-Wut. Läuft er in mir herum, anstatt einfach woanders hinzugehen. Ich hab dich gar nicht gesehen eben. Nee, die vergisst er eh immer. Oh, hier. Easy, Ghost-Route. Oh oh. Oh oh. Alter, sogar die Hintertür hat er mir verkorkt. Oh, Alter! Der war eben gerade richtig jumpy scary. Ah, das Ding braucht Cooldown. Nee, Christusstatue fehlt noch. Mist, du musst die Christusstatue. Ich hab sie, aber.
Du musst Jesus. Aber du musst sagen, mit der Macht von Jesus. Nehm mal das Spielzeug, vielleicht will er mich dann eher. Oh, nimm's halt mal. Oh ja. Und? Oh Mann, oh Mann! Oh, oh aber das war super knapp. Und jetzt alle Kerzen wieder aus. War wirklich really knapp. Oh, er steht da rum. Das ist die Haare, oh, da, Alter. Out da duckelt bad. Er auch. So, jetzt Plasma-Absorber und dann Feuersalz. Wo ist das Vieh? Stell doch hier unten hin, der kommt doch eh hier runter. Ich jag ihn jetzt damit. Bam. Hab ihn. Oben. Hä, ist da oben noch ein Licht? Ja. Noch ein Flasher oben. Ja, er ist oben. Wow, 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 er catcht mich. Lauf mir nach, dann siehst du ihn vielleicht. Er geht raus mit mir. Oh, ich hab's. Du bist genau reingerannt wahrscheinlich. Shit. Bei mir sah es so aus, als hättest du es gegen Geländer geworfen. Oh nein. Oh. Ich habe keine Protektion. Ich hol Feuersalz. Ein Beidel. Einen kräftigen Beidel. Oh nein, er catcht. Aber guck mal, weißt du, woran du siehst, dass noch Sachen fehlen? Woran? Weil. Die Falle holen. Es gibt auch ritueller Dolch und das Zauberpulver zum Beispiel. Ja, es gibt ja, es kommen jetzt irgendwie nochmal 2, 3 Geister rein, haben sie ja gesagt. Die kommen demnächst und neue Karten. Die hätten auch mehr Content gehabt, aber es war irgendwie dann doch zu viel, sie wollten sich nicht übernehmen. Da, hier im Hauptraum, wo unsere Sachen rumliegen. Da war er eben. Hier war er eben. Da ist er, die Treppe. Ja! Ja! Alter! Easy! Wir sind einfach mittlerweile, ne? Wir sind routinierte Geister. Triple Catcher. Wir Triple Catchen. Wir falten es gar nicht mehr. So, Leute, lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschö!